Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Wir machen ein wenig weiter im Offline-Modus und zwar beim Zeitfahren, weil ich eine Strecke mal wieder gefahren habe für mich privat und euch doch gerne zeigen wollte, wie man da ein bisschen, ja, eventuell Lines auspacken kann. Ich weiß es nicht. Es wird halbwegs gut funktionieren, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich relativ intensiv diese Strecke gefahren bin, nämlich die Steinblock-Ruinen. Und das werden wir jetzt einfach mal, ja, uns als Ziel setzen. Ich habe eine 1.53.9 bekommen, nach langer Zeit, nachdem ich die 1.54.0 hatte, habe ich noch eine Ewigkeit gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Und es ist bei weitem noch nicht perfekt, also da kann man noch einiges rausholen, aber irgendwie kriege ich es nicht gut hin, hier konstant zu fahren. So, der Weltrekord liegt bei 1.51.1, mittlerweile vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Den habe ich von vor 3 Tagen, glaube ich. Also vor 3 Tagen war der aktuell. Mittlerweile ist es ja immer noch so, dass sich quasi täglich irgendjemand überbietet. Das wird sich wahrscheinlich in der Zukunft dann ein bisschen zurückfahren. Genau wie das auch bei diversen Weltrekorden in Leichtathletik der Fall ist oder ähnliches. Ja, man fährt auf jeden Fall hier mit dem Turboflitzer, den Slicks und eigentlich, glaube ich, sogar großen Mii, aber da ich keinen großen Mii habe, ja, habe ich es einfach mal gelassen. Und wie ihr seht, ich habe mir jetzt ein bisschen das, das Firehopping angewöhnt. Seht ihr vielleicht, dass man, ja, nach dem Drift einfach probiert, das war doof, nämlich eigentlich nimmt man die beiden Münzen damit, dass man nach dem Drift eben probiert, direkt dann mit dem Hoppen ein bisschen weiter zu fahren. Das klappt eigentlich ganz gut. Hilft einem auch, um manche Kurven zum Beispiel zu kommen. Hier hinten den SC, den sollte man auch nicht außer Acht lassen. Nicht, also am besten keine Stunts ziehen bei diesen Cuts. Das ist ziemlich wichtig. Und hier hinten dann eben die letzte Münze mitnehmen. Und eigentlich hätten wir jetzt schon 10 Münzen gehabt, wenn wir richtig gefahren wären, weil ich habe ja 2 verpasst. Ich kann vielleicht ein bisschen was zum Firehoppen sagen in der Zeit, wo wir hier so ein bisschen rumgurken. Und zwar ist es beim Firehopping am sinnvollsten, also man hat quasi 4 Drifts, in denen der Turbo verstärkt wird, also 4 Hops, wenn man direkt den Drift loslässt, kann man 4-mal springen. Und in diesen Sprüngen kann man seine Richtung, seine Kartauslenkung verhindern. Also während man springt, darf man lenken. 4-mal. Beim 5. Mal wird man langsamer, wenn man lenkt. Das heißt, man muss sich am besten mit 4-mal ausrichten und danach muss man, ich weiß nicht, der Weltrekord springt danach auch noch weiter. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Sinn hat, weil eigentlich habe ich das Gefühl, nach diesen 4 Drifts, nach diesen 4 Sprüngen bringt es nichts mehr. Aber es kann natürlich sein, dass ich da irgendwo auch falsch liege. Ich weiß es nicht. Dazu könnt ihr mir vielleicht was sagen. Aber ich springe natürlich dann weiter, wenn der Weltrekord es auch macht. Und ob man jetzt auf einer Geraden einfach so fährt oder springt, das macht dann auch wenig Unterschied eigentlich. Anfangs war ich ja sehr skeptisch gegenüber dem Firehopping. Das habt ihr ja eventuell auch ein bisschen mitbekommen, aber mein Gott, man kann es relativ intuitiv lernen. Mir kommt schon so vor, als würde der Mii mich auf der Geraden zum Beispiel abziehen. Also es kann sein, dass Bowser hier nicht die beste Wahl ist, obwohl die ja von den Werten nominell gleich sind, aber diese Hidden Stats, die beide noch haben, könnten für den Mii ein bisschen sinnvoller sein. Vielleicht kann Bowser dafür im Drift-Turbo ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht auch der Grund, warum ich, ja, also ich glaube, so 1-2 Mal habe ich es auch geschafft, vor dem WR aus der Höhle zu kommen. Nur dann beim Firehoppen habe ich dann, also hier zum Beispiel war ich jetzt ganz kurz vor dem WR, da hat man vielleicht gesehen, vielleicht hat Bowser einfach einen besseren Drift als der Mii. So marginal. Und dafür ist der Mii auf der Geraden irgendwie schneller. Sowas in der Art könnte ich mir eben vorstellen. So, jetzt haben wir hier leider nur eine Münze mitgenommen. Ziemlich schwierig ist dieser Drift hier. Den habe ich bisher noch nicht so optimal hinbekommen. Den kriegt der WR relativ gut hin. Weiß nicht, warum ich den nicht so gut hinbekomme, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier hinten beim Cut sollte man keinen Stunt ziehen, ja, um es nochmal zu sagen. Ist auf jeden Fall sinnvoller, da mit Drift durchzufahren. Ist, glaube ich, bei relativ vielen Strecken so, dass man die Stunts gar nicht mitnimmt, weil sie vom Turbo her nicht wirklich viel mehr bringen, beziehungsweise eigentlich sogar, ich glaube sogar weniger bringen als ein roter Turbo. Den roten Turbo könnte man natürlich vorher noch zünden, aber dadurch, dass man, ja, da eh nicht viel Platz hat, auf den der rote Turbo dann wirken könnte, wenn man noch auf der Rampe ist quasi, nutzt man den doch lieber, ja, direkt einsetzen und dann hinten keinen Stunt ziehen, weil man ja eh schon fast bei der Flugpassage ist. Da ist ja nicht mehr viel Platz hinten. Wenn danach eine längere Gerade wäre, könnte ich mir vorstellen, dass man da tatsächlich dann auch den,
ja, den Stunt ziehen würde und dann eben geradeaus einfach weiter durchfahren. Oder eventuell nach dem Stunt hoppen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, ob man nach Stunts auch hoppen sollte. Aber ich glaube eher nicht, nee. Also bisher habt ihr gesehen, bin ich die erste Runde immer relativ schmächlich gefahren. Das liegt aber auch daran, dass die erste Runde auf der Strecke, würde ich behaupten, am schwierigsten ist. Runde 2 und 3 sind von den Taktiken her nicht mehr ganz so schwer. Liegt einfach daran, dass die beiden Münzen bei unter dem Swamp, auch übrigens eine Strat, die noch gar nicht so alt ist, dass man die unter dem Swamp mitnimmt, die sind relativ schwer zu bekommen, würde ich behaupten. So, da habe ich jetzt ein bisschen zu viel gehoppt. Na, das war auch doof. Ja. Ja, und so sollte man natürlich nicht fahren. Keine Ahnung. Ja, also es ist, ich bin noch weit davon entfernt, perfekt zu fahren. Das sieht man. Hier sollte man übrigens auch so ein bisschen auf die Seite drauf fahren eigentlich. Und das war viel zu eng. Aber ich habe schon bemerkt, obwohl ich ja eigentlich immer noch im Online-Modus mit Bike fahre, was ich auf Dauer auch umstellen will, aber dazu müsste ich halt erstmal ein bisschen WW mit Kart fahren. Bevor ich dann anfange, in CWs mit Kart zu gurken, das ist schon ein bisschen sinnvoller. Weil ein bisschen Online-Erfahrung braucht man einfach mit seinem Gefährt auch. Also auf Kart werde ich wahrscheinlich auf Dauer umsteigen, aber ob man das Firehopping dann im Online-Modus auch so hundertprozentig umsetzen kann, ist halt immer noch ein bisschen fragwürdig. So, jetzt sind wir zumindest nochmal halbwegs. Also er hoppt dann sogar noch einmal mehr, das habe ich bisher noch nie gemacht, aber das ist wahrscheinlich durchaus eine sinnvolle Strategie. Und sollte man sich eventuell durchaus mal aneignen. So, und hier am besten weit links bleiben, damit man nicht so viel Luftzeit hat. Und bei den Flugpassagen sollte man eigentlich so wenig wie möglich lenken. Das habe ich jetzt mehr oder weniger ziemlich verkackt. Aber ihr seht schon, eine knappe Sekunde hinter WR. Also bei anderen Strecken habe ich ja gesagt, so 3 Sekunden hinter WR. Das ist immer eine gute Sache. Bin ich auch weiterhin noch dabei. Das ist ziemlich okay. So, hier fällt mir jetzt nämlich eine andere Taktik, die ich nicht gerade perfekt ausgeführt habe. Aber man fährt auf jeden Fall da hoch und versucht dann relativ knapp dann noch den Stunt, ne, nicht den Stunt hinten zu kriegen, sondern relativ knapp einfach unten zu fahren. Und dann den Drift wieder nach links mitzunehmen, so wie davor. So, sind wir noch irgendwie dran? Ne, wir sind eigentlich gar nicht mehr dran. Die zweite Runde war einfach viel zu doof. Aber da seht ihr ja, also 3 Sekunden hinter WR, das würden wir selbst jetzt mit einer guten dritten Runde noch schaffen, obwohl wir die zweite vollends verkackt haben. Und das Firehoppen jetzt hier in der einen Kurve gelingt mir auch mehr oder weniger gut. So, und hier dann noch den Linksdrift. Genau so sollte man das fahren. Das sah ziemlich gut aus. Hier muss man den Drift am besten ziemlich lange halten. Das kann auch mal schief gehen, aber hat bisher ganz gut geklappt. So, und dann probieren wir hier einfach nochmal ins Ziel. Hier braucht man dann übrigens gar nicht mehr zu lenken eigentlich. Damit man hinten nochmal gegen die Wand fahren kann. Ja, 1,54,5. Ist okay. Ihr seht, die letzte Runde war nochmal 0,6 schneller als die vorletzte. Also wenn ich die vorletzte so wie die letzte gefahren wäre, hätten wir meinen Rekord im Prinzip schon geschlagen. Ja, mal sehen, wie lange ich das jetzt noch ein bisschen weiterfahren will. Also eigentlich, ich weiß es nicht. Es ist, ich wollte das Zeitfahr-LP ja gar nicht mal so aufziehen wie bei MKW, sondern einfach mal ein bisschen kürzer in die Strecken reingucken. Jetzt, nachdem ich allerdings die ersten Strecken, also das ist so ziemlich die erste Strecke, die ich wirklich intensiv TT'd habe, könnte ich mir das durchaus wieder vorstellen. Allerdings werde ich die dann wahrscheinlich auch durcheinander machen. Halt so, wie ich sie lerne. So ungefähr. Also da verlasst euch dann nicht unbedingt darauf, dass das auch den Strecken, ja, wie sie eingetragen sind in MK8, folgt. Aber ich denke schon, dass ich zu jeder Strecke mal ein Video machen werde. Das ist bei manchen mehr, bei manchen minder qualitativ wahrscheinlich. Aber gut, das werdet ihr dann, werde ich dann auch sagen, bei den einzelnen Strecken. Das wird man dann auch mit Sicherheit auch merken. Wenn man da, keine Ahnung, 5 Sekunden hinter WR ist oder 2 Sekunden hinter WR ist, dass das schon eine deutlich andere Größenordnung ist. So. Hier die erste Runde war wieder kacke. Warum? Ich glaube, ja, Moment, wir hatten doch Münzen, haben wir alle mitgenommen, aber wir haben den Stunt danach den Drift danach verkackt. Und danach die Kurve, glaube ich, auch nochmal. So. Mit dem letzten Drift, den man quasi frei hat, kann man sich dann nochmal positionieren. Also mit dem letzten Hop. Oder vielleicht sogar mit dem fünften. Je nachdem. Also ein bisschen positionieren darf man sich natürlich schon. Das kostet zwar Zeit, aber wenn es halt sein muss und danach nicht mehr eine große Gerade oder so ist, dann kann man das durchaus auch mal machen. So.
Ja, 2,3. Diesmal war die Runde hier ziemlich geil, ja, aber die dritte halten, die erste halt nicht, die war ziemlich beschissen. So, hier sollte man eigentlich auch so ein bisschen über die Kante fahren, wenn man das hinbekommt. So, jetzt habe ich mich hier zum Beispiel im letzten Drift so ein bisschen positioniert, also mit dem letzten Hopper da, habt ihr vielleicht gesehen. Bringt durchaus was, würde ich behaupten. So, jetzt fahren wir hier nochmal, ja, ob der Cut jetzt funktioniert. Oh, das war ziemlich eng. Muss man auch ein bisschen, also es ist ziemlich viel Übung, der Cut. Finde ich zumindest, dass man halt so ein gewisses Gefühl dafür hat. Oh, krass, die 1,54 unterboten. Und das mit so einer Grütze erste Runde. Aber guck dich die dritte an, die ist Weltklasse. Die ist nur 0,5 hinterm WR. Das finde ich ein bisschen krass. What the fuck? Okay. Ja, schade, dass ich die nicht in einen anderen Run einbauen konnte. Ich hatte sogar mal auf der Strecke hier einen Run, wo ich nach den ersten beiden Runden nur 1,2 hinterm WR war. Also da waren die ersten beiden Runden wirklich so gut wie perfekt für meine Line. Und in der dritten Runde habe ich dann leider verkackt. So wie das häufiger der Fall ist, wenn man TT fährt. Ne? Das kennt man ja auch aus Mario Kart Wii schon des Öfteren. So, aber hier macht der WR trotzdem noch ganz gut Zeit auf mich gut. Ich weiß nicht so hundertprozentig, woran es liegt. Aber ich glaube, durchs Hoppen habe ich jetzt hier schon wieder ein bisschen Boden gut gemacht. Also bisher habe ich halt nie gehoppt bei dem blauen Turbo, wenn man kurz vor dem Stuntstreifen ist danach. Das habe ich bisher immer schmählich vernachlässigt. Habe ich mir den WR wohl nicht genau genug angesehen, aber gut. Es passt ja auch so irgendwie. Immerhin 0,8 hinter WR nur. Das ist schon mal eine ganz ordentliche erste Runde. Wie gesagt, 0,6 wäre maximal drin, aber das ist schon... wäre utopisch. Nein, schade. Ja, was kann ich noch sagen? Wie gesagt, ich fahre weiterhin mit Bike noch. Muss noch ein bisschen üben da für einen Online-Modus. Ich denke, heute werden wir auch nochmal in Online-Modus gehen, ein bisschen WW fahren. Ich wurde auch gefragt, wie ich das des Weiteren handhaben werde mit den Online-Rennen. Ob ich da ein bisschen regelmäßiger vielleicht fahre oder nicht. Und ich muss sagen, ich weiß es immer noch nicht. Keine Ahnung. Ich mache so lange, wie ich Bock habe, regelmäßig. Wenn ich jetzt aber andere LPs habe, die mich mehr begeistern, dann höre ich halt auf. Und dann wird es nichtsdestotrotz, das kann ich schon mal ankündigen, wir haben uns nämlich mit unserem Clan bei der Mario Kart Boards League angemeldet. Das ist eine, ja, eine MK8-Liga, bei der man wieder jeden Sonntag ein Match fahren kann. Und das wird bestimmt eine coole Sache und dann werde ich wahrscheinlich, je nachdem, also wenn ich Matches fahre, werde ich sie auch streamen und dementsprechend dann auch danach noch auf YouTube hochladen. Ja, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann sonntagsabends, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, auch um 8 Uhr dann, ja, das war nicht so geil. Das passiert einem häufiger, dass man einen Stunt verpasst, weil man den... ja, den Stunt zu früh setzen will und dann statt den Stunt zu machen, hüpft er dann nur und dann denkt man, oh, ich habe den Stunt ja schon gemacht, da muss ich ja nichts mehr drücken. Weit gefehlt. Also im Zweifel immer zu viel hüpfen, das ist in dem Spiel definitiv die richtige Variante. Im Gegensatz zu MKW, wo Hüpfen ja eher ein bisschen nachteilig war. Aber gut. Verstehe auch nicht so ganz, warum Nintendo das... also ich habe es mittlerweile erfahren, dass dieses Firehopping auch für scharf, für nicht scharf driftende Bikes funktioniert. Warum aber nicht für scharf driftende? Ich meine, war das Kalkulation oder ist es einfach nur random Shit, dass das so gelaufen ist? Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, warum man das technisch so realisieren müsste oder aus Versehen realisieren würde, wie man es jetzt gemacht hat, wenn man das nicht beabsichtigen wollte. Wurde ja auch schon mal vorgeschlagen von manchen, dass man das patcht. Und das Firehopping quasi rauspatcht, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Und dann wären Bikes wieder ein bisschen lukrativer, attraktiver, wie auch immer. Ob man das jetzt so durchsetzen kann, ist halt immer fragwürdig, ne, weil... keine Ahnung. Zum einen würde sich bestimmt die Hälfte aller Zocker, die sich mittlerweile auf Kart umgestiegen sind, beschweren. ja. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob Nintendo das tatsächlich so wichtig ist. Ich meine, ja... gut, die haben mal Cuts gepatcht in MK7, aber bisher, also Glitches eher gesagt, aber bisher, sie haben den Online-Modus einmal gepatcht, aber das sind halt alles so grundlegendere Sachen, sage ich mal. Das Firehopping ist jetzt schon ein bisschen spezieller. Ich glaube, wenn man da nicht richtig hintersteigt, dann
ja, interessiert das Nintendo auch herzlich wenig, ob man dadurch einen Vorteil hat oder nicht. Also ziemlich unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, ja, warum will ich noch auf Kart umsteigen? Ganz einfach, weil es 2-3 Strecken gibt, auf der scharf driftende Bikes meiner Ansicht nach ziemlich kacke sind. Man kann die Strecken zwar mit den scharf driftenden Bikes auch fahren, aber wenn man irgendwie nur gerammt wird auf den Strecken, dann hat man keine Chance mehr. Und dazu gehören für mich in erster Linie Donut Plains und Regenbogen Boulevard. Das sind die beiden, die für Bikes irgendwie krass schlecht sind. Die haben wir auch, glaube ich, bisher in fast jedem CW verloren, weil wir halt ein reiner Bike-Clan bisher noch sind. Ja, das sind schon krass schwierige Strecken, würde ich behaupten. Bei Donut Plains eben wegen dem Außendriften, weil man da diesen Matsch hat, von dem die Bikes irgendwie ziemlich stark beeinflusst werden und die Karts eher weniger. Und bei Regenbogen eben wegen den scharfen Kurven am Anfang, die man durchaus mit Bike auch schaffen kann. Und die hat mir da auch eine Strat gesagt, mit der das wunderbar funktioniert, aber wenn man gerammt wird und diese Strat gleichzeitig durchführen soll, das geht einfach nicht. Das kriegt man nicht hin, würde ich behaupten. Von daher, ja, auch das doch eher ein bisschen schwierig. Nein, schade. Das hätte gut werden können, würde ich behaupten. Aber so wird das natürlich nichts mehr. Ja, deshalb eben noch 2 Gründe, warum man eventuell auf Karts umsteigen sollte. Ich weiß nicht, also, ja, ob es jetzt Strecken gibt, in denen Bikes tatsächlich einen Vorteil haben, kann ich schlecht einschätzen. Wir für unseren Teil wählen immer ganz gerne Wasserpark. Die ist grundsätzlich relativ neutral, hat einen Vorteil am Start, dass man, wenn man ins Wasser fährt, den Drift mit Bike wesentlich einfacher halten kann als mit Kart. Also, ja, die meisten können das mit Kart oder machen es mit Kart nicht. Dementsprechend kann man sich am Anfang halt nach vorne geiern, aber das ist im Prinzip nur eine Stelle, die für Kartfahrer, also die eher gegen Kartfahrer gerichtet ist, die nicht hundertprozentig gut fahren können. Aber ich glaube, wenn man einen Kartfahrer hat, der echt gut fahren kann und den Schaden, die Bumps dann eben auch nicht so viel, weil Karts halt schwerer sind. Also wenn man gegen Kartfahrer fährt, die richtig gut sind, hat man wahrscheinlich keine Strecke, auf der Bikes wirklich überlegen sind. Zeigt ja auch das Zeitfahren. Also ich weiß nicht. Ja, und Bumpen ist halt nur ein Argument gegen Bikes und nicht gegen Karts ungefähr. Kann natürlich auch sein, dass ihr eine andere Erfahrung gemacht habt. Mit Sicherheit ist das andersrum auch schwer. Ich will ja jetzt nicht so drauf rumhacken. Der birgt ja dann immer die Gefahr, dass man Niederlagen abschiebt auf, oh, ich fahre ja sowieso Bike und du fährst Kart, na dann. Nee, also aktuell fühle ich mich mit Bike einfach noch wohler. Ich denke mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit investiert hätte, wäre ich schon umgestiegen, aber das muss man halt dann auch erstmal so umsetzen. Und was ich hier jetzt gemacht habe, habe ich keine Ahnung, das war richtig doof. Ja, aber ob das mit dem Mii hier tatsächlich schneller ist? Wie gesagt, ich habe halt keinen schweren Mii, das ist... Und ich würde auch ungern eigentlich mir einen schweren Mii machen. Weil, ja, mein kleiner Mii gefällt mir eigentlich so, wie er ist. Das wäre ein bisschen schade, aber ich weiß nicht, ja. Vielleicht wäre Wario oder Morten für die Strecke auch noch cooler. Wobei ich immer noch sagen muss, dass ich Morten nicht freigespielt habe, was wahrscheinlich, ja, ein bisschen lächerlich ist. Aber ich kriege irgendwie die Münzen nicht zusammen, weil ich halt entweder CWs fahre oder halt so TT mache. Und bei beidem, bei TT, wenn man restartet, kriegt man die Münzen eben nicht. Und ich restarte 90% der Zeit, deswegen, ja, kriegt man da eben keine Münzen zusammen. Und beim... Ja, in Räumen, keine Ahnung, da kriegt man auch nicht so viele Münzen zusammen. Die verliert man dann immer mal wieder und so. Und ja, ich weiß auch gar nicht, ob das in Räumen gezählt wird oder nur im WW. Da bin ich mir echt unsicher gerade. Aber gut. Ist vielleicht auch nicht das Wichtigste. So, das war jetzt vielleicht nicht so clever, weil den Stunt sollte man da eigentlich nicht mitnehmen, glaube ich. Und da bin ich noch ein bisschen an der Wand hängen geblieben, aber bisher sieht es eigentlich noch ganz akzeptabel aus. Die Runde war... Na, hatte ich da überhaupt einen großen Drift? Manchmal, wenn man da den Drift zu früh loslässt und die Kurve irgendwie beschissen angefahren hat, kriegt man halt nur einen einfachen Drift. Und dann wird es schwierig, danach überhaupt so über den Abgrund zu fahren. Dann bleibt man meistens hängen. Das passiert ziemlich häufig. Ja,
Aber wie gesagt, bisher bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit meiner Zeit. Es wäre natürlich noch ein bisschen was drin. Aber okay. Wobei ich sagen muss, dass die Strecke mir bisher auch am meisten Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ist das Firehopping so ein bisschen intuitiver? Du kannst es ganz gut lernen. Also wenn ihr Firehopping lernen wollt, kann ich euch echt nur die Strecke hier empfehlen. Mir hat es ganz gut gefallen damit. Weil es hier eben verschiedene Arten von Firehopping gibt. Einmal gibt es dieses stupide, ich hüpfe einfach auf der Gerade, hüpf, 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 hüpf. Einmal gibt es dieses links, rechts Firehopping, was ziemlich häufig gemacht wird, damit man sich eben ein bisschen besser ausrichten kann. Wie gesagt, die ersten vier Hops hat man frei, in denen man sich natürlich nur nach einem roten Drift hat man die ersten vier Hops frei, in denen man sich frei bewegen darf und danach eben nicht mehr. Und das Einzige, was hier so ziemlich fehlt, ist ein Rechts-Links-Rechts-Links-Hop. Den macht man nämlich nicht. Oder? Mache ich Rechts-Links-Rechts-Links oder Links-Rechts-Links? Ich weiß es gerade gar nicht. Keine Ahnung, aber es funktioniert irgendwie. Es wird dann irgendwann auch intuitiv, aber halt nur für die eine Strecke hier. Ich behaupte, wenn ich jetzt eine andere Strecke fahren müsste, da würde ich das intuitiv kein bisschen hinbekommen. Aber ist okay. So, andere Sache. Heute Morgen ziemlich doofe Sache passiert. Ich weiß noch nicht, wie es so richtig passiert ist. Bin aufgewacht, war alles super, hab gefrühstückt und jetzt habe ich gemerkt, dass ich seit dem Frühstück irgendwie so einen richtig ekligen Kloß im Hals hab. Nur nicht wortwörtlich, sondern halt im übertragenen Sinne. Ich kann, immer wenn ich schlucke, dann fühlt sich das so an, als würde irgendwas meinen Kehlkopf blockieren. Das ist richtig eklig. Und ich weiß nicht so richtig, womit es zusammenhängt. Also ich liebe Erdnussmus, muss ich dazu sagen. Und das esse ich morgens auch ganz gerne. Ich weiß, dass ich dagegen, also gegen Erdnüsse so ein bisschen allergisch bin. Aber wenn ich das Mus esse, habe ich eigentlich noch nie was gehabt, bis auf kurzzeitig eventuell so ein bisschen rauen Hals, dass man sich mal ein paar Mal räuspern muss oder so. Und es wäre halt schon krass, wenn dadurch, ja, wenn jetzt einfach von einem aufs andere Mal mir sowas passiert, dass ich quasi, ja, solche Kehlkopfprobleme dann krieg. Was weiß ich, also wirklich Kehlkopfproblem würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist schon ein ziemlich ekliges Gefühl. Das habe ich mittlerweile schon über 4 Stunden und es hat mich auch irgendwie ein bisschen down gemacht. Ich wollte heute eigentlich schon mal ein bisschen lernen für die nächste Klausur. Das ist dann irgendwie untergegangen. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen früher aufnehmen. Das ist dann auch ein bisschen untergegangen. Das mache ich jetzt relativ spät. Also eigentlich nicht so spät, aber halt spät dafür, wann ich es eigentlich eingeplant hatte. Ich wollte es eigentlich relativ zeitnah nach dem Aufstehen machen. Mittlerweile ist ungefähr 5 Stunden danach oder so. Ja, gut. Aber der Vorteil, ich habe Semesterferien und deshalb kann ich hier zumindest auch rumgammeln, wie ich will. Nichtsdestotrotz, keine Ahnung, habt ihr sowas auch schon mal gehabt? So einen zuhenden Hals, so, keine Ahnung. Immer wenn ihr schluckt, dass es dann sich richtig eklig anfühlt im Kehlkopf? Ich weiß es nicht. Dass es sich einfach so dicht anfühlt. Ich hatte teilweise auch das Gefühl, ich müsste brechen. Aber nicht so wirklich. Ja, also es hat sich, beziehungsweise, ich sag mal so, ich hatte nie das Gefühl, ich muss brechen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich breche, wird's besser. Was ziemlich, also weil halt irgendwas verstopft da im Hals, ne? Ist wahrscheinlich ein Trugschluss. Selbst wenn ich kotzen würde, wird's wahrscheinlich immer noch nicht besser, aber keine Ahnung. Wie gesagt, ist ein Gefühl, ja. Und das, ja, ich habe jetzt gedacht, vielleicht hilft's ein bisschen, wenn ich rede. Und aktuell kommt es mir auch gar nicht mehr so schlimm vor. Wie gesagt, häufig halt beim Schlucken. Ja, und wenn man die ganze Zeit durchschlabbert, dann merkt man da, achtet man da halt nicht mehr so drauf. Und wenn man die ganze Zeit drauf achtet, dann ist es eigentlich am schlimmsten. Weil da denkst du die ganze Zeit, oh, nicht schlucken, nicht schlucken, nicht schlucken. Ja, die Alternative wäre dann natürlich einen auf Gangster zu machen und die ganze Zeit alles auszuspucken, was man im Mund ansammelt. Aber das ist halt... Ja, und was für Themen ich hier schon wieder anschneide, schlucken oder spucken, das ist schon wieder nicht geeignet für ein LP. Ja, es tut mir leid. Aber wie gesagt, das war heute halt ein bisschen problematisch. Hat mich ein bisschen zurückgeworfen. Aber gut, es ist jetzt nicht so dramatisch. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das Erdnussmus in den folgenden Tagen weglassen sollte. Weil eigentlich habe ich schon Bock drauf, aber wenn es jetzt daran gelegen hat, ich kann es halt auch nicht feststellen. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Wie soll ich es feststellen? Ich könnte natürlich nochmal kleinere Mengen irgendwie essen, aber... Ja, das ist halt auch immer so die Frage. Erkennst du es dann? Meine Mutter dreht mir zum Beispiel von Sachen gegen... Schade. Gegen die ich allergisch bin, dreht die mir auch ganz gerne irgendwelche
kleinen Portionen an, aber dann sage ich mir halt, entweder du merkst es so, dass es ja nicht schön ist und dass du denkst, du hättest es lieber nie gegessen, oder du merkst es halt gar nicht, aber hast so wenig gegessen, dass es eigentlich auch egal ist und du beim nächsten Mal, wenn du denkst, oh, ich habe ja gar nichts bekommen, dann tatsächlich was bekommst, weil du beim vorigen Mal einfach zu wenig gegessen hast. Also die Menge, ja, die Menge zu portionieren, bei der was passiert, aber was dich im Nachhinein nicht irgendwie zurückwirft, finde ich fast unmöglich. Aus dem Grund, ja, lasse ich mich dann auch seltener zu verführen, Sachen zu essen, gegen die ich allergisch bin. Oder vermutlich allergisch bin. Bei manchen weiß ich es auch nicht ganz so genau. Aber gut, bisher vermisse ich eigentlich nichts, außer Erdnussmus. Warum? Wobei ich ja auch weiß, dass Erdnussallergien relativ ausgeprägt sein können bei Menschen. Vielleicht können die dann auch relativ spontan einfach so sich verstärken. Weiß ich nicht. Vielleicht ist auch irgendeine Kreuzallergie, Pollen oder so, wobei ich da eigentlich auch in letzter Zeit nichts hatte. Das war übrigens sehr cool. Weder den Rift noch den Stunt bekommen. Das sollte man eigentlich nicht machen. Ja, habe ich hier zu der Strecke überhaupt schon genügend erzählt? Ja, keine Ahnung. Hier, wie gesagt, bei den Flugpassagen am besten immer die Stunts mitnehmen und nicht zu viel lenken. Das sind so die idealen Tipps. Ach ja, stimmt, wenn du eine Münze verpasst. Wieso fahre ich überhaupt noch weiter? Ich weiß es nicht. Macht keinen Sinn. Ja, das ist immer bitter, wenn man die erste Runde weiterfährt, obwohl man sie eigentlich verkackt hat. So wie jetzt eben in dem einen Run, wo wir dann trotzdem noch unter die 1,54 gekommen sind. Aus irgendeinem Grund, weil die letzte Runde so mega episch war. Aber da achtet man dann auch nicht drauf. Ja, wenn die erste Runde so kacke ist, dann fährt man manchmal in den nächsten beiden wie ein junger Gott. Weil es einem einfach egal ist. Weil man denkt, ja, die erste Runde war jetzt eh kacke, dann können wir ja mal ein bisschen probieren hier. Auf der anderen Seite, wenn die erste, wenn die ersten beiden Runden so sind, dass du fährst wie ein junger Gott, dann verkackst du in der dritten meistens ziemlich hart. Einfach weil du dann so hibbelig bist. Das ist. Also, ich glaube, ich bin fürs TT nicht so hundertprozentig geschaffen. Allein schon von der Mentalität her. Mein Gott, ist das ein schwieriges Wort. Wenn man es nicht aussprechen kann. Ja, allein schon von der Mentalität bin ich, glaube ich, nicht so zum TTer geboren, aber ich mache es gerne, muss ich sagen. Und ich habe mich in den letzten Tagen auch gerne hingesetzt und durchaus mal ein, zwei Stunden am Stück TT't. Es macht Spaß, ja, und ich bin generell auch relativ euphorisch, dass dieses Spiel einen noch lange beschäftigen kann. Allein, weil es einfach noch so viele taktische, ja, so viel taktische Versiertheit gibt, die man lernen kann und mit der man dann CWs eventuell besser fahren kann und... Ich meine, das große Ziel ist eigentlich schon, CWs irgendwie besser abzuschneiden. Für mehr, ja, also WW-Skiller werde ich eh nicht oder will ich eigentlich nicht werden. Wofür? Das ist, WWs sind schon länger nicht mehr so meins. Kann man mal fahren, aber jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt täglich 5 Stunden WW, ohne dass irgendjemand vom Clan so mitfährt. Aber ja, wie gesagt, das große Ziel, eigentlich Clan Wars gut zu bestehen. Und im TTen kann ich logischerweise auf Dauer auch nicht so viel reißen. Dazu bin ich einfach, ja, dazu habe ich einfach nicht das Talent. Weder für CRs noch für, ja, eventuell noch weiter, ja. Aber alles andere ist im TT ja nicht wirklich erfolgreich. Natürlich kann man erfolgreich, relativ erfolgreich sein zu dem, was man sich selbst als Ziel setzt. Aber, ja, weiß nicht. Kann man auf Langzeitdauer mit TTen zufrieden sein, wenn man... Ja doch, da gibt's auch einige, aber das ist einfach nicht so meins. Dafür ist TTen mir irgendwie zu... Ja, nicht unbedingt zu wenig abwechslungsreich, aber zu erfolglos. Dann meinen eigenen Rekord zu schlagen, macht zwar auch Spaß, ja, aber halt auch nur eine gewisse Dauer. Ja, auf lange Sicht dann irgendwie weniger. Überwiegend halt wirklich TTen gleich Training. So ungefähr. Und selbst wenn man im Training dann ehrgeizig wird und seine Zeiten eventuell dann mit ziemlich großem Ehrgeiz schlagen will und auch mal, keine Ahnung, ewig lange an der Strecke sitzt, dann hat es im Endeffekt, obwohl man das dann vielleicht nicht mehr so im Kopf hat, dann doch den Sinn, dass man ja, von den Lines her auch besser wird. Weil je öfter man fährt, desto routinierter wird man natürlich in so einer Strecke. Und dann kann man sich auch mehr auf die Items konzentrieren, weil man ja nicht mehr auf seine Lines so achten muss und das quasi im Schlaf fahren könnte. Hat alles Vorteile. Bis zu einem gewissen Grad. Und wann dieser Grad erreicht sein wird, das weiß man nicht.
Das wird man dann irgendwie... Das wird sich schleichend verabschieden, denke ich. Aber da sind wir noch lange nicht angelangt. Noch lange nicht angelangt. Ja. Eine andere Sache. Ich habe ja Ewigkeiten nichts mehr hochgeladen. Aber ich habe in letzter Zeit mal wieder so ein bisschen drüber nachgedacht, was mir so für Kommentare geschrieben wurden. Eine Sache ist mir dann nochmal ziemlich rausgestochen. Und zwar hatten wir unter einem Video mal eine relativ lange Diskussion, beziehungsweise habe ich öfter mal lange Diskussionen oder ihr auch untereinander über irgendwelche politische Systeme, eventuell auch wirtschaftliche Systeme. Ja, und das wollte ich einfach mal hervorheben, dass ich das ziemlich spannend fand, was da so in letzter Zeit geschrieben wurde und mir sowas eigentlich gerne durchlese. Auf der anderen Seite, meine Meinung zwar schon relativ festgefahren ist in dieser Richtung, aber ich mir auch immer wieder gerne andere Meinungen anhöre und selbst wenn jemand meine, also das ist lustig in Diskussionen eigentlich bei mir, wenn ich Diskussionen führe, dann versuche ich unabhängig davon, wie meine eigene Meinung ist, quasi immer erstmal dem anderen ein paar Gegenargumente zu liefern, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Also selbst wenn ich seiner Meinung bin, ja, versuche ich halt ihm Gegenargumente zu liefern, die er dann eventuell, ja, außer Kraft setzen kann und die man dann eventuell auch selbst adaptieren kann, ja, wenn man dieselbe Meinung schon vorher hatte. Wie gesagt, Meinungsänderung ist in so Fällen halt immer relativ schwierig, weil, ja, also ich glaube, seine Vorstellung von der Welt hat man relativ früh schon, eventuell sogar schon als junger Erwachsener, spätestens wahrscheinlich dann, wenn man in den Job kommt oder so, würde ich jetzt, oder zumindest im Job ein paar Jährchen ist. Also ich glaube, sobald man in einer statischen Situation in seinem persönlichen Leben ist, wird man seine Haltung in solchen Fällen auch selten verändern. Es sei denn, man erlebt eine Art Schicksalsschlag oder sowas. Das ist dann natürlich immer was Menschen dann verändert. Oder, ja, Schicksalsschlag hört sich jetzt halt immer so nach Tod an und so, ne, aber... Sorry, hört sich immer so nach Tod an, aber auf der anderen Seite kann das natürlich auch irgendwas, ja, irgendeine Situation sein, die dich anderweitig psychisch stark geprägt hat oder sowas. Ich glaube, dann verändert man seine Meinung relativ, oder ist man generell auch relativ empfänglich für neue Meinungen und denkt eventuell nochmal über sowas nach, aber ich glaube, ein Großteil der Menschen ist tatsächlich relativ, ja, stoisch in seiner Grundhaltung. Was natürlich nicht heißen kann, dass man die ein bisschen abändert, auch ab und zu mal. Oder eventuell seine Haltung auch neu argumentiert, die man hat. Oder ja, dass man neuen Argumenten mehr Gewicht gibt. Aber ich glaube, so die grundsätzliche Haltung ändert man nur ganz, ganz selten. Ja. Also ich glaube schon, dass das... Ja. Und dementsprechend ist halt die Frage... Ja... Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen deprimierend sich anhört, wenn ich das jetzt so aussage. Weil, wie gesagt, ich war extrem dankbar über diese Diskussion, hat extrem viel Spaß gemacht. Aber kann man damit jemanden überhaupt von seiner eigenen Meinung überzeugen? Höchstwahrscheinlich nicht, nee. Ganz klar. Aber warum schreibt man dann sowas? Meinungsaustausch. Und das ist halt immer so meine Ansicht davon. Weiß nicht, ob das jetzt traurig ist, wenn diejenigen, die dann sich dazu geäußert haben... eventuell das mitbekommen, dass sie meine Meinung eventuell dann nicht unbedingt ändern können dadurch. Aber ja, wie gesagt, Meinungsaustausch ist für mich da in erster Linie entscheidend. Weiß nicht, ob ich da vielleicht in meinem Gedankengut ein bisschen zu eingeschränkt bin. Aber ist, glaube ich, relativ schwierig, ja. Ich bin auch relativ skeptisch eigentlich gegenüber anderen. Ja, also wenn sie mir versuchen, jetzt eine Meinung aufzudrücken, eventuell auch ein bisschen aggressiver oder... Das soll jetzt überhaupt kein Vergleich zu dem sein, was geschrieben wurde, ne? Das ist hoffentlich klar. Aber wenn mir Leute relativ schnell eine Meinung vermitteln wollen, dann bin ich da durchaus ein bisschen skeptisch und bleibt das auch ganz gerne. Ja, weiß nicht. Wenn es um Kleinigkeiten geht, beziehungsweise wenn es jetzt um einfach so... mit jemandem Smalltalk führen geht oder was weiß ich, dann ist man natürlich nicht direkt skeptisch und unaufgeschlossen, ja. Gibt da deutlich andere Situationen. Aber ich glaube,
Also ich meine, man sagt ja nicht ohne Grund, dass Politik und Geld und was auch immer so Sachen sind, mit denen man über Freunde nicht redet. Was auch nur in Teilen stimmt, weil, wie gesagt, man kann gerne darüber reden, aber ja, ich würde halt nicht behaupten, dass es Leute von ihrer Meinung abbringt in den meisten Fällen. In vielen Fällen, weiß ich nicht. Und das ist ja irgendwo schon auch das Traurige, weil, ja, wenn man so an die Sache rangeht, kann man eben auch nur Leute davon, von seiner Haltung überzeugen, die, ja, eventuell empfänglich dagegen sind. Und dann ist halt die Frage, nehmen sie das wirklich deswegen auf oder weil sie halt sehr empfänglich gegenüber einer neuen Haltung sind und wäre dann egal, eventuell, wer kommt und so redet. Und hätte die dann genauso gut die Gegenposition aufnehmen können. Sowas ist dann immer eine relativ gruselige Frage, finde ich. Ja, schwer zu sagen. Aber gut, ich muss dazu sagen, ich habe bisher auch noch nicht so viele grundsätzliche Verhaltensänderungen bei Leuten bemerkt, dass ich darüber eventuell auch gar nicht, ja, allumfassend reden sollte. Wie gesagt, sind halt einfach so ein paar Eindrücke, die ich habe davon, die eventuell auch ein bisschen stark selbst geprägt sind. Ja, aber wie gesagt, so mein Eindruck. Nein, was? Das habe ich nicht gedrückt. ja, was natürlich interessant wäre, was ich bisher noch überhaupt nicht bedacht habe, wäre auch mal Flaps zu fahren hier. Das wäre ja im Prinzip auch mal eine Möglichkeit. Aber ich habe bisher mich noch auf keiner einzigen Strecke informiert, wie es da mit Flaps aussieht. Ganz im Ernst. Nee, ich glaube nicht. Wobei auf einer Strecke, die ich bisher gefahren bin, gab es, soweit ich weiß, einen Dreier-Schum-Einsatz in der ersten Runde schon. Selbst in der 3-Lap. Und dementsprechend wäre die, ja, die Flap dann natürlich auch da am schnellsten. Wie man es, ja, in der 3-Lap fahren würde. Das wäre dann relativ unspektakulär. Das war ziemlich doof. Das war noch döver. Man sollte auf jeden Fall nicht probieren, da überzukippen. Aber was ich auch noch nicht so ganz hinbekomme, ich meine, ihr seht es vielleicht, der WR, der kommt da gar nicht mehr auf die andere Seite. Und der nimmt diesen einen einzelnen Drifter, nimmt er ziemlich, ziemlich eng. Und das kriege ich einfach nicht hin, weil ich durch den Drifter vor einfach schon so weit rausgeschleudert werde, dass ich das gar nicht anderes, ja, anders hinbekomme irgendwie. Vielleicht fahre ich hier auch einfach falsch an. Ich weiß es nicht. Weil guck, er fährt jetzt zum Beispiel so und dann fährt er hier weiter und dann macht er da irgendwie so einen komischen, ja, so einen komischen Drift, wo er keinen Meter vom Weg abkommt. Schon krass. Jo. Aber gut. Passt schon. Und hier, das passiert mir irgendwie immer häufiger. Je enger man um diese Kurve fahren will, desto häufiger bleibt man mit einem einzelnen Rad dann da hängen. Ja. Aber ich bin froh, dass es jetzt wieder weitergeht. Ich habe Kommentare irgendwie auch schon so ein bisschen vermisst. In der Abstinenz-YouTube-Phase. Aber ja, ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, warum. Wenn nicht, dann guckt Donkey Kong. was man auch so gerne mal empfehlen kann. Tolles Spiel, tolles LP. Um sich einfach mal selbst zu loben. Oder um Publikum abzuziehen. Man weiß nicht so ganz. Wobei ich gar nicht weiß... Ich habe mir noch gar nicht so richtig angeguckt, wie das mit den View-Zahlen von MK8 steht. Ob die tatsächlich dann auch wieder so übertrieben viel höher sind als wie bei MKW-Zeiten. Oder ob das sich relativ in Grenzen hält und das ungefähr genauso beliebt ist wie die anderen, ja, halbwegs beliebten Nintendo-Spiele, die ich jetzt gerade LP'e. Keine Ahnung. Das Problem ist, ich kann gerade auch gar nicht abschätzen, wann eine halbe Stunde rum ist, so fürs TT'en. Das kann ich... Habe ich irgendwie kein Zeitgefühl für. Aber bei der Strecke habe ich auch so das Gefühl, je länger man fährt, desto seltener kriegt man einen erfolgreichen 3-Lap-Abschluss hin. das macht irgendwie keinen wirklichen Sinn. Aber gut, ist halt mein Eindruck. Vielleicht bin ich da auch irgendwie ein bisschen zu unkonzentriert, wenn das längerfristig geht. Weiß ich nicht. So, hier jetzt mal wieder drüber fahren. Lohnt sich immer. Der Vorteil daran ist halt, dass man Drift ohne Springen kriegt. Und Springen kostet halt ein bisschen Zeit. Wenn man Drift ohne Springen kriegt, kriegt man den natürlich auch schneller. Und dementsprechend spart man da einiges an Zeit ein. Das ist schon eine ziemlich gute Sache. So, jetzt habe ich die erste Runde wenigstens mal wieder unter eine Sekunde vom WR-Abstand gebracht. Und jetzt könnte man hier mal ein bisschen... Na, das war doof.
Hätte ich jetzt überhaupt nicht springen sollen. So. Ja. Und da lohnt sich das Hoppen echt krass. Das hätte ich nicht gedacht. Da kann man nochmal einiges an meiner Zeit aufbessern, glaube ich, wenn ich das regelmäßig einbaue. Ich glaube, da war echt noch einiges drin. Oh, das war kacke. Sowas ist halt immer doof, weil ich dann nicht weiß, wie ich danach lenken soll, wenn ich den Stunt nicht bekomme. Da wird es danach immer so gammelig. Nichtsdestotrotz war die Runde jetzt nicht schlecht, muss man sagen. Also ich habe schon schlechtere gefahren. Ich habe sogar schon deutlich schlechtere gefahren. Das war jetzt doof. Jetzt habe ich hier gelenkt und oh nee. Das wird wahrscheinlich dann nicht mehr zur Bestzeit beitragen. Vor allem nicht, wenn ich sowas mache. Ach du Scheiße. Mann, Mann, Mann. Ja, wo ich es gerade sehe, mein TÜV ist abgelaufen. Das, oder läuft bald aus und ich muss wieder in die Werkstatt. Und es kostet Geld und mein erster TÜV, den ich machen muss, mit meinem schönen Auto, ja. Aber gut, bleibt nicht aus. Wahrscheinlich, also wenn mein Auto durch wie viele TÜVs muss es durchkommen? Durch 2 Stück, glaube ich. Wenn es durch 2 TÜVs kommt, bin ich vollends zufrieden und dann kann es von mir aus verrecken danach. Nein, so drastisch auch nicht. Ich weiß nicht, ein bisschen entwickelt man ja schon eine Bindung zu seinem Auto. Vor allem, wenn man damit relativ lange unterwegs ist. Weiß ich nicht. Ist irgendwie, wenn ich mich in ein anderes Auto setze, ist das nicht dasselbe Gefühl. Das ist... ja. Feeling. Ja, so ungefähr. Eieiei. Ja, das weiß nicht. Hier bei der Firehopping-Passage, da komme ich gerne mal irgendwie raus. Bin ich irgendwie nicht so gewohnt. Und das war auch mehr oder weniger suboptimal. Man darf eben nicht den Stunt von der Wand mitnehmen. So viel habe ich mittlerweile gecheckt, weil der einen relativ weit nach außen abdrängt. Und das ist dann sehr ungünstig. Das war weniger clever. Ja, so diese kleinen Lenkereien dann... Die sollten eigentlich nicht sein. Und das war sehr eng an der Kante. Ich glaube, durch diese enge Kanten habe ich einmal einen richtig guten Run. Also da bin ich einmal gegen diese Kante gefahren da in der Höhle. Und dadurch einen richtig guten Run eigentlich verkackt. Das ist dann immer bitter. Oh ja, das war auch wenig förderlich, da nochmal gegen zu fahren. Komm schon. Komm schon. Also es könnte... 52, 53. Ja, das war nochmal ein neuer Rekord. Geil. Aber ihr seht schon, selbst in dem Run, ich weiß nicht, ob das am Ende im Offroad-Sein nochmal was ausgemacht hat, weil das war ja wirklich eine minimale Zeit. Aber das ist mein neuer Rekord. Ja, herzlichen Glückwunsch. Möchtest du deine neuen Geistdaten hochladen? Das machen wir einfach mal. Warum auch nicht? Und jetzt schreiben wir hier nochmal was Schönes rein. Nämlich was ihr nicht seht. Nämlich... Im LP. Smiley, Smiley, Smileys. Wie kann man hier Smileys schreiben? Das sieht doch ganz gut aus. Doppelpunkt. Groß D. Wunderbar. Absenden. Hey, dann haben wir das sogar im LP geschafft. Und höchstwahrscheinlich, wenn ich es beim nächsten Mal versuchen werde, werde ich meine Zeit ungefähr nochmal um 0,6 unterbieten oder so und dann ist das wieder vollkommen irrelevant. Weil wie gesagt, ihr habt es gesehen, das war jetzt nicht so die optimalste... Ja, waren nicht so die optimalsten Lines. Da kann man mit Sicherheit noch einiges rausholen. Wie gesagt, in Teilen bestimmt auch deswegen, weil ich das Firehoppen davor immer vergessen habe.